So, und jetzt ganz zum Schluss der Vorlesung wollen wir uns ein paar abstrakte Konstruktionen anschauen, die man mit Vektorräumen machen kann. Die kann man übrigens später auch noch mit anderen Strukturen machen, das geht dann immer ganz gleich. Das ist jetzt vielleicht nicht so direkt zielgerichtet wie bisher, also in Bezug auf ein explizites Problem. Wir wollen Gleichungssysteme, Ungleichungssysteme lösen, sondern es ist etwas abstrakter. Aber es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man das mal irgendwo gesehen hat, weil das eben in verschiedenen Varianten immer wieder auftaucht. Und womit wir anfangen, ist mit Summen und Produkten von Vektorräumen. Also zunächst mal konstruieren wir das kartesische Produkt oder auch direktes Produkt genannt. Da haben wir Vektorräume, Vi, und zwar für jedes i aus einer gegebenen Indexmenge. Das sind alles k-Vektorräume, also es sind Vektorräume immer über demselben Körper k. Aber wichtig hier ist, dass diese Indexmenge beliebig sein kann. Wir machen das jetzt nicht explizit für endliche Indexmengen. Die muss noch nicht mal abzählbar sein. Es kann eine beliebige Menge sein. Es könnten also zum Beispiel selbst die reellen Zahlen sein hier. Dann hätten wir für jede reelle Zahl einen K-Vektorraum. Das wären also überabzählbar viele Vektorräume, die wir gegeben hätten. Und jetzt bilden wir aus diesen Räumen das Produkt. Das bezeichnen wir so mit diesem Produktzeichen. J aus der Indexmenge i. Vj, das Produkt über alle Räume. Und definieren tun wir das, naja, naiv, als die Menge aller Tupel, die wir bilden können, indiziert über die Indexmenge i. Und in der j-Komponente steht etwas aus diesem Vektorraum Vj. Nur Tupel, wenn sie unendlich werden, nennt man häufig auch Folgen. Ich benutze jetzt also diese Folgennotation. Das heißt, das ist die Menge aller Folgen. Vj, j aus i. Mit der Bedingung, dass das, was in der J-Komponente steht, das Vj, auch aus dem entsprechenden J-Raum ist, aus Groß Vj. Also die Menge aller Folgen von solchen Vektoren in der entsprechenden Komponente steht immer etwas aus dem entsprechenden Raum und alle Möglichkeiten. Wenn Ihnen das mit den Folgen ein bisschen zu unexakt ist, kann man natürlich sagen, was eine Folge ist. Also eine Folge ist natürlich einfach eine Funktion, wenn Sie das jetzt mal formal hinschreiben, dann ist eine Folge nichts anderes als eine Abbildung von der Indexmenge in den Raum, wo wir hingehen. Natürlich haben wir jetzt nicht einen Raum, sondern streng genommen müssen wir jetzt hier die Vereinigung nehmen dieser Räume. Und es soll aber die Eigenschaft haben, dass, wenn wir das jetzt mal als Phi nennen, dann wird eben das J abgebildet auf Vj. Und aber die Zusatzbedingung ist, dass wenn ich den J-Eintrag anschaue, muss ich immer in dem J-Raum sein und nicht einfach irgendwo in dieser Vereinigung. Also das wäre die formale Definition von diesen Folgen. Aber ich denke, das können wir etwas informeller machen, weil Sie verstehen Folgen ja sowieso schon ganz gut. Also das ist der Raum aller dieser Folgen, die ich bilden kann. Und das nennen wir das kartesische Produkt. Und dann gibt es jeweils von diesem Raum die sogenannte kanonische Projektion auf den entsprechenden Faktor. Und das ist eben einfach, ich picke diese Komponente raus. Also ich finde die, wenn ich jetzt ein i fixiere aus meiner Indexmenge, dann habe ich eine kanonische Abbildung von diesem kartesischen Produkt in den Raum der i-ten Komponente, in das Vi. Und da mache ich natürlich nichts anderes, als eine solche Folge herzunehmen und einfach den i-ten Eintrag rauszupicken. Das ist genau das, was man unter einer Projektion verstehen würde. Das ist surjektiv, weil ich ja schon nach Konstruktion in der i-ten Komponente jeden beliebigen Vektor aus dem Raum Vi erlaube. Also ist das surjektiv. Und außerdem ist die Abbildung auch linear, offensichtlich. Das liegt einfach daran, ja, das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt, wie man in diesem Raum, in diesem kartesischen Produkt überhaupt addiert und skalar multipliziert. Das brauchen wir natürlich, wenn wir über die Linearität sprechen wollen. Naja, es ist ziemlich klar, wie man zwei solche Folgen addiert. Wir machen das komponentenweise. Wenn ich eine solche Folge habe und eine andere, dann addiere ich in jeder Komponente die entsprechenden Vektoren. Und weil die ja jeweils immer aus dem entsprechenden Raum sind, der zu dieser Komponente gehört, nehme ich dort natürlich die Vektoraddition, die ich schon habe. Und skaliert wird einfach, indem ich den Skalar in jeden einzelnen Eintrag rein multipliziere und dort die jeweilige Skalarmultiplikation benutze. Und wenn man das so macht, dann sieht man, dass diese Abbildung linear ist, weil wenn ich zwei solche Folgen erst addiere, dann addiere ich ja in der i-Komponente eben einfach beiden Vektoren. Und wenn ich sie dann projiziere, habe ich natürlich genau dasselbe gemacht, wie wenn ich sie erst projiziere und dann addiere in der i-Komponente. Also das ist die kanonische Projektion. Die ist linear und surjektiv auf die i-te Komponente.
Jetzt kennen Sie das schon in einem sehr einfachen Fall, nämlich als allereinfachstes hätten wir die Situation, wenn meine Indexmenge zwei Elemente hat. Also das nehmen wir mal an, die Indexmenge i hat zwei Elemente, 1 und 2. Das heißt, ich habe einen Vektorraum V1 und einen Vektorraum V2. Und dann ist dieses Produkt, für das schreiben wir dann natürlich auch so, V1 kreuzt V2, nichts anderes als das, was wir als das kartesische Produkt sowieso schon lang kennen. Wir bilden alle Tupel der Länge 2, Folgen der Länge 2. Im ersten Eintrag steht etwas aus V1, im zweiten Eintrag steht etwas aus V2. Wir addieren komponentenweise, skaliert wird komponentenweise. Das ist also genau das kartesische Produkt, das wir eigentlich schon deutlich länger kennen. Das ist ein Spezialfall von diesem sehr viel allgemeineren kartesischen Produkt. Aber um mal ein ganz anderes Beispiel zu sehen, könnten wir ja als Indexmenge mal die natürlichen Zahlen nehmen, also eine abzählbar unendliche Indexmenge. Und jetzt nehmen wir für jedes i aus i als Vektorraum vi immer denselben, nämlich den r hoch 1, also einfach r, den eindimensionalen reellen Vektorraum r. Und jetzt haben wir also dieses Produkt i aus i vi oder eben anders hingeschrieben i aus n. Das ist immer derselbe Raum r, da muss ich jetzt, mache ich jetzt keinen extra Index hin, weil es ja immer derselbe Raum ist. Das ist jetzt einfach der Raum aller reellen Folgen. Das ist also die Menge aller ri, i aus n, mit der Bedingung, dass der ite Eintrag aus dem iten Vektorraum ist, aber es ist ja sowieso immer derselbe, sind immer die reellen Zahlen. Dann ist also dieses kartesische Produkt einfach der Raum aller reellwertigen Folgen. Und auch hier, die Addition ist wieder komponentenweise, skalare Multiplikation ist komponentenweise. Das ist genau die Art und Weise, wie man den Raum aller Folgen normalerweise als Vektorraum auffasst. Da ist also dieses kartesische Produkt liefert als ein Beispiel genau diesen Folgenraum. So, und jetzt kommt was Interessantes, was einem im ersten Moment normalerweise erstmal seltsam und schwierig vorkommt. Man stellt dann fest, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, dass es gar nicht so besonders schwierig ist. Wir haben nämlich jetzt dieses kartesische Produkt einmal relativ explizit konstruiert. Wir haben gesagt, wie sehen die Elemente dieses Produktes aus, sind diese Folgen. Wie addieren und multiplizieren wir dort skalar, haben also ganz explizit angegeben, wie konstruieren wir diesen neuen Vektorraum. Es gibt einen anderen Ansatz dazu, der funktioniert so, dass man sagt, naja, gegeben sind diese Räume VI, ich suche einen neuen Raum mit einer gewissen Eigenschaft. Man gibt also nicht an, wie der konstruiert wird, sondern man formuliert eine Eigenschaft, die er haben soll. Und dann zeigt man, dass der eben konstruierte Raum diese Eigenschaft wirklich hat, dass es also möglich ist, diese Eigenschaft auch zu erfüllen, einen solchen Raum zu finden. Und dann zeigt man gewöhnlich noch, dass die Eigenschaft so stark ist, dass es auch nur eine einzige Möglichkeit gibt, eine Konstruktion zu finden, die das erfüllt. Also dass uns, wenn wir diese Eigenschaft haben wollen, gar nichts anderes übrig bleibt, als den Raum so zu konstruieren, wie wir es gerade getan haben. Und damit habe ich dann denselben Raum auf eine andere Weise beschrieben, über die eindeutig ihn bestimmende Eigenschaft. Das nennt man dann gewöhnlich die universelle Eigenschaft dieses Raumes. Okay, dann hat man beide Sichtweisen. Entweder man formuliert die universelle Eigenschaft und arbeitet mit dieser, das kann manchmal hilfreich sein, oder man nimmt den expliziten Ansatz und sagt, naja, so sieht mein Raum aus, so sehen die Elemente aus und ich arbeite damit. Je nach Problem oder je nach Sichtweise kann es gut sein, mal das eine oder das andere zu benutzen. Es ist auf jeden Fall gut, beide zu kennen. Okay, jetzt formulieren wir also diese Proposition und beweisen sie. Als erstes mal sagen wir, welche Eigenschaft ist es denn, die dieses kartesische Produkt hat? Und da schauen wir uns am besten hier dieses Diagramm an, oder ich male Ihnen das Diagramm nochmal. Also, das ist folgendermaßen, wenn ich einen beliebigen Vektorraum W mir vorgebe, irgendein, und in diese Räume VI jeweils eine lineare Abbildung vorgebe. Die Räume VI sind wie vorhin gegeben, denen baue ich das kartesische Produkt bilden. Und jetzt bilde ich dieses kartesische Produkt, so wie wir es jetzt gemacht haben, explizit. Dann habe ich ja hier diese kanonischen Projektionen Pi. So, und jetzt ist eben folgende Eigenschaft erfüllt. Wann immer ich mir einen Raum W vorgebe und in jedes der Vi eine lineare Abbildung Phi I, dann gibt es genau eine lineare Abbildung von W in das kartesische Produkt. Also es gibt genau eine lineare Abbildung, die wir jetzt Phi nennen, die dieses Diagramm kommutativ macht, was so viel bedeutet wie, ob ich jetzt von W in das kartesische Produkt gehe und dann die Projektion dahinter hänge, oder ob ich meine von Anfang an vorgegebenen
Abbildung, meine vorgegebene Abbildung phi i anwende, das ist dasselbe. Also es gibt genau dieses eine phi, sodass dann für jedes i, das stimmt jetzt für jedes, dieses entsprechende Diagramm kommutativ ist. Also das kartesische Produkt, wie wir es eben konstruiert haben, hat diese Eigenschaft. Das ist der erste Teil der Proposition hier auf der linken Seite. Und der zweite Teil der Proposition ist diese Eindeutigkeit, dass wenn ich diese Eigenschaft haben möchte für einen Raum hier, dann muss ich das kartesische Produkt nehmen, wie ich es gerade konstruiert habe. Das beweisen wir vielleicht als zweites und ich erkläre es als zweites, wenn wir diesen Beweis hier durchhaben, des ersten Teils. Also, wie machen wir das? Also gegeben seien jetzt diese Abbildungen phi i von diesem Raum W, beliebiger Raum, in die Räume Vi. Und jetzt ist die Frage, wie konstruiere ich diese Abbildung hier? Die suche ich jetzt. Naja, und ich konstruiere sie eben einfach, indem ich sie explizit angebe. Die Abbildung phi soll von W in dieses kartesische Produkt gehen. Ich gebe eben einfach an, was sie tut. Sie nimmt einen Vektor W. Jetzt kann sie ja dieses phi i von W, phi i anwenden. Auf den Vektor W, dann lande ich in dem Raum Vi. Das kann ich für jedes i machen und jetzt setze ich die einfach als Tupel zusammen. Oder ich schreibe jetzt hier mal J als Index, weil ich oben ja auch J benutzt habe hier als Index. So, jetzt habe ich eine Abbildung explizit angegeben von W und die landet offensichtlich in dem Produkt, weil in der J-Komponente steht ja etwas aus Vj, weil das Phi J ja nach Vj geht. Außerdem ist diese Abbildung offensichtlich linear, weil ja die phi j's alle linear sind. Die haben wir als linear vorausgesetzt. Wenn ich also eine Summe zum Beispiel abbilde, steht hier die Summe, dann kann ich das in jeder Komponente auseinanderziehen wegen der Linearität. Und dann, weil ich ja hier komponentenweise addiere, kann ich die Summe, die ich jetzt in jedem Komponenten habe, auseinanderziehen und kriege eine Summe von zwei Tupeln. Also das ist offensichtlich eine lineare Abbildung. Und sie hat auch die Eigenschaft, die ich haben möchte. Also ich muss zeigen, wenn ich jetzt von hier nach hier gehe und dann in ein Vi, dann kriege ich genau das Phi i raus. Naja, wenn ich also mit einem solchen W starte und ich gehe hier rüber, dann kriege ich dieses Tupel. Wenn ich jetzt die Projektion auf die ite Komponente dahinter hänge, pickt das mir ja gerade die ite Komponente raus und in der iten Komponente steht Phi i von W. Das ist also genau das, was die Abbildung Phi i auch gemacht hat. Damit haben wir also gezeigt, es gibt eine solche Abbildung, Phi, mit der gewünschten Eigenschaft. So, und jetzt ist aber noch zusätzlich die Aussage hier oben, es gibt genau eine. Und das ist aber auch offensichtlich, ich habe gar keine andere Möglichkeit, die Abbildung Phi so zu definieren, als wie ich sie definiert habe. Weil wenn ich das hier haben möchte, dass dieses Diagramm kommutativ ist, dann heißt das ja gerade, wenn ich mit meinem Vektor W nach hier rüben gehe und mir dann die i-te Komponente rauspicke, muss dort phi i von w stehen. Das heißt, ich muss in die ite Komponente dieses Tupels phi i von w schreiben. Genau das habe ich hier getan. Also ich kann offensichtlich das phi nicht anders definieren als so, wenn ich diese Eigenschaft erfüllt haben möchte. Das heißt, es gibt wirklich genau ein solches phi. Also wir haben gezeigt, das explizit konstruierte kartesische Produkt erfüllt diese sogenannte universelle Eigenschaft. So, und jetzt zeigen wir im zweiten Teil, die universelle Eigenschaft des direkten Produktes, oder des kartesischen Produktes, bestimmt es bis auf Isomorphie eindeutig. Und wenn wir das noch etwas expliziter formulieren, dann mache ich das so. Also ich nehme mal an, ich habe einen Vektorraum V, der sich so verhält wie das kartesische Produkt. Um das sagen zu können, muss ich voraussetzen, dass es diese Abbildungen gibt, die die Rolle der Projektionen spielen. Also ich habe einen Vektorraum V, zusammen mit Abbildungen Pi nach Vi, linearen Abbildungen. Und der soll jetzt die Eigenschaft haben, dieselbe Eigenschaft haben wie das kartesische Produkt. Also der soll die Eigenschaft haben, wann immer ich einen Raum W hernehme und von dem Raum W in jedes der Vi's eine Abbildung Phi vorgebe, dann soll es genau eine Abbildung Phi geben, welche dieses Diagramm, alle diese Diagramme kommutativ macht. Okay? Also das V sei jetzt abstrakt mit diesen PIs gegeben, aber so, dass es genau die gleiche Eigenschaft erfüllt
wie das kartesische Produkt, die ich gerade nachgerechnet habe. Also es soll immer möglich sein, diese Phi i's zusammenzusetzen zu genau einem Phi von W nach V für alle W. Und ich behaupte, wenn dieser Raum gegeben ist, dann gibt es genau einen Isomorphismus. Der Isomorphismus ist sogar eindeutig bestimmt. Es gibt nicht nur einen, sondern es gibt sogar genau einen Isomorphismus von V nach in dieses kartesische Produkt, in mein explizites, sodass mit der Eigenschaft, dass diese Projektionen zusammenpassen. Also hier habe ich ja schon die Projektion, nennen wir die Projektion mal hier oben Pi Schlange von I, damit wir sie nicht mit den expliziten durcheinander kriegen. Ja, also ich behaupte, dann gibt es genau einen Isomorphismus, der wiederum dieses Diagramm kommutativ macht. Also das bedeutet, ich kann das V identifizieren. Das abstrakte V, das diese Eigenschaft hat, kann ich identifizieren mit meinem konkret konstruierten kartesischen Produkt, mit einem Isomorphismus, so dass die Projektionen auch zusammenpassen, dass also hier diese abstrakte Abbildung, die die Rolle der Projektion übernimmt, wenn ich hier rübergehe, hier unten entsprechend genau der konkreten Projektion entspricht. Und damit, das ist jetzt die exakte Formulierung, wenn ein Raum V mit dieser Eigenschaft gegeben ist, dann existiert genau ein solcher Isomorphismus und das fasst man dann eben zusammen durch den Satz, das kartesische Produkt ist durch die universelle Eigenschaft eindeutig bis auf Isomorphie, auf eindeutige Isomorphie sogar bestimmt. Okay, jetzt müssen wir uns das hier also überlegen. Und das sieht auch im ersten Moment vielleicht komisch und abstrakt aus, aber man muss sich bloß dran gewöhnen, dann ist das in Wirklichkeit ganz, ganz leicht und funktioniert immer ähnlich. Sie werden dann Übungsaufgaben dazu bekommen auch, damit Sie sich ein bisschen dran gewöhnen. Also, wir nehmen jetzt also mal an, wir haben einen Raum V, der zusammen mit diesen Abbildungen Pi Schlange, der diese universelle Eigenschaft erfüllt. Jetzt wische ich das hier unten nochmal weg, weil wir wollen diesen Isomorphismus ja erstmal konstruieren. Also wir haben dieses V. So, und jetzt verwende ich einmal, dass das kartesische Produkt, das wir schon konstruiert haben, ebenfalls die universelle Eigenschaft erfüllt. Also ich schreibe jetzt hier mal das kartesische Produkt hin, wie wir es konstruiert haben, zusammen mit diesen expliziten Projektionen. Davon wissen wir schon, es erfüllt diese universelle Eigenschaft. Naja, und jetzt schreibe ich doch einfach mal hier diesen Raum V hin. Also als W benutze ich jetzt dieses V, das diese Eigenschaft auch hat, und als Abbildung Phi I benutze ich genau die Pi I-Schlange. So, kleiner Sichtwechsel. Also im Prinzip schaue ich mir dieses Diagramm an, weil ich ja schon weiß, das kartesische Produkt, das ich schon konstruiert habe, hat diese Eigenschaft. Als W schreibe ich meinen Raum V hin, der auch diese Eigenschaft hat, aber das vergesse ich jetzt für einen Moment. Und als Abbildung Phi I verwende ich genau diese Pi I-Schlange, die ja mit dem Raum V gegeben sind. Und jetzt verwende ich die universelle Eigenschaft des Produktes und weiß, es gibt genau eine Abbildung, die nenne ich jetzt Psi-Schlange. Es gibt genau eine Abbildung Psi von V in dieses Produkt, die dieses Diagramm kommutativ macht. Okay? Also die universelle Eigenschaft des Produkts, die ich hier verwende. Okay. Jetzt kann ich aber das genauso für den Raum V machen. Also letztendlich schaue ich mir dann doch wieder dieses Diagramm an. Jetzt sage ich, naja, V ist der Raum zusammen mit diesen Abbildungen und der erfüllt die universelle Eigenschaft. Und jetzt verwende ich also meinen neuen Raum W, dieses kartesische Produkt, und als Abbildung Phi I verwende ich die Projektionen, konkreten Projektionen, die ich schon kenne. Also jetzt spielt plötzlich das die Rolle des Ws. Und dann sagt mir die universelle Eigenschaft, die V erfüllt, dass es auch in die andere Richtung genau eine Abbildung gibt. Und die nenne ich jetzt Psi-Schlange, die dieses Diagramm kommutativ macht. Also es gibt dieses Psi und es gibt das Psi-Schlange, die dieses Diagramm kommutativ machen. Und beide sind eindeutig bestimmt. Und jetzt muss ich nur noch zeigen, dass das zueinander inverse Isomorphismen sind. Weil das ist ja genau das, was ich zeigen möchte. Dann habe ich gezeigt, es gibt genau einen Isomorphismus zwischen diesen beiden Räumen, die diese beiden Projektionen hier ineinander übersetzen. So, und wie zeige ich jetzt, dass die zueinander inverse
Isomorphismen sind, naja, ich schaue mal an, was ist denn Psi nach Psi-Schlange? Das ist also eine Abbildung, die startet hier in diesem Produkt, geht nach hier und geht nach hier. Was passiert dann denn, wenn ich die mit der Projektion komponiere, also Pi nach dieser Abbildung? Was ist das? Also ich starte hier, gehe erstmal mit Psi-Schlange nach V, gehe dann mit Psi zurück und gehe dann mit Pi nach oben. Naja, ich weiß schon, was es bedeutet, erst Psi und dann Pi anzuwenden. Also diese Komposition, die kenne ich. Da weiß ich ja schon nach Konstruktion, dass das genau das Pi-Schlange ist. Also diesen Teil kann ich ersetzen durch Pi-Schlange. Dann ist also meine eigentliche Abbildung nach links, nach rechts und hoch dasselbe wie nach links und schräg hoch. Und nach links und schräg hoch weiß ich auch schon, das ist ja jetzt genau die universelle Eigenschaft von V oder beziehungsweise die Konstruktion, da weiß ich schon, ist dasselbe wie einfach nur hochzugehen. So rüber und so rüber ist dasselbe wie hochzugehen, weil dieses Diagramm kommutiert. Also in Wirklichkeit ist das einfach nur Pi. Rüber, rüber und hoch, das ist dasselbe wie nur Pi. Naja, es gibt aber auch noch eine andere Abbildung von dem hier in sich selbst, die das auch erfüllen würde. Nämlich, ich könnte ja hier die Identität hinschreiben. Ich weiß noch nicht, dass es dasselbe ist, aber zumindest hätte es die gleiche Eigenschaft. Wenn ich erst nichts mache und dann Pi, dann habe ich dasselbe gemacht wie Pi. Das heißt, diese Abbildung und diese haben beide diese Eigenschaft. Aber jetzt kommt nochmal die universelle Eigenschaft ins Spiel, nämlich die Eindeutigkeit dieser Abbildung. Das lese ich jetzt also so. Ich habe hier mein Produkt. Ich habe die Projektionen auf das VI. Und jetzt schreibe ich hier als mein Raum W nochmal dieses Produkt hin. Und jetzt habe ich hier eine Abbildung. Hier nehme ich auch wieder die Pi. Jetzt habe ich hier eine Abbildung, nämlich Psi nach Psi Schlange. Die macht dieses Diagramm kommutativ. Das habe ich mir gerade überlegt. Psi nach Psi Schlange anwenden. Und dann Pi anzuwenden ist das gleiche wie einfach nur Pi anzuwenden. Das ist das, was ich hier gerade nachgerechnet habe. Aber weil dieses Produkt die universelle Eigenschaft hat, gibt es genau eine Abbildung, die diese Eigenschaft hat. Eine andere fällt mir aber auch ein, nämlich die Identität. Die hätte auch diese Eigenschaft. Identität und Pi ist dasselbe wie Pi. Nachdem es aber nur genau eine gibt, aufgrund der universellen Eigenschaft, müssen es beides mal dieselbe gewesen sein. Also, so, dass es ein bisschen lesbarer wird. Da folgt daraus, das muss die Identität gewesen sein. Es bleibt keine andere Möglichkeit. Und damit ist die erste Hälfte schon gezeigt. Wenn ich die hintereinander ausführe, so, kommt die Identität raus. Naja, und umgekehrt folgt es genau gleich. Da muss ich das ganze Argument nochmal machen mit V anstatt dem kartesischen Produkt. Das erfüllt ja genauso die Eigenschaft. Ja, so nach so ist dasselbe wie einfach hier hochzugehen. Dann habe ich eine Abbildung von V in sich selbst, die mit den Pi-Schlange kombiniert genau Pi-Schlange ergibt. Die Identität täte es auch, also muss es die Identität sein. Okay, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen hirnverknotend, aber in Wirklichkeit eigentlich immer relativ leicht. Man muss nur immer, es ist fast Abstract Nonsense, immer nur wieder diese Eigenschaft geschickt verwenden, um zu sehen, dass diese Eigenschaft wirklich den Raum bis auf eindeutige Isomorphie eindeutig bestimmt. So, die nächste Konstruktion ist relativ ähnlich, aber eben nicht genau gleich im Allgemeinen. Das ist die sogenannte direkte Summe von Vektorräumen. Also auch hier ist wieder, wie vorhin, eine Familie von Vektorräumen gegeben, also Vi für i aus einer beliebigen Indexmenge. Das sind alles k-Vektorräume über demselben Körper k. Und jetzt definieren wir die sogenannte direkte Summe. Auch jetzt wieder erstmal konkret die direkte Summe über all diese Räume. Besteht aus all den Folgen, bei denen nur an endlich vielen Stellen wirklich was steht. Also wir können es so schreiben, es ist natürlich dann eine Teilmenge des Produktes, weil wir wieder solche Folgen nehmen, wo auch wirklich in der entsprechenden Eaton-Komponente immer etwas aus dem Raum Vi steht, also Folgen aus dem gesamten Folgenraum, aus dem kartesischen Produkt, aber mit der Zusatzbedingung, dass nur endlich viele Einträge ungleich dem Nullvektor sind.
also schreiben wir es als Satz, nur endlich viele VJ sind ungleich dem Nullvektor. Welche das sind und wie viele ungleich Null sind, das kann von Folge zu Folge variieren oder das muss von Folge zu Folge variieren. Wir fixieren also nicht die Einträge, in denen ungleich Null nur stehen darf, sondern es darf überall ungleich Null stehen, aber in einer festgewählten Folge muss an allen bis auf an endlich vielen Stellen immer der Nullvektor stehen. Also auf die Weise haben wir natürlich die direkte Summe von diesen Räumen konstruiert als eine Teilmenge dieses kartesischen Produkts, welches ja alle Folgen enthält, auch die, wo an unendlich vielen Stellen was steht. Und natürlich wollen wir auch hier wieder addieren und skalar multiplizieren, wie im Produkt auch, komponentenweise. Und das ist natürlich in Ordnung, weil wenn ich zwei Folgen hernehme, wo jeweils in jeder von den beiden steht nur an endlich vielen Stellen ungleich 0 und ich addiere die beiden, dann steht auch in der Summe nur an endlich vielen Stellen ungleich 0, nämlich höchstens an der Vereinigung der Indizes, wo in einer der beiden etwas ungleich 0 stand. Aber natürlich kann nicht plötzlich an unendlich vielen Stellen ungleich 0 entstehen, wenn es bei beiden Folgen nur an endlich vielen Stellen so war. Damit haben wir natürlich das mit einer Addition versehen oder mit anderen Worten, wir sehen damit direkt, dass das ein Untervektorraum ist. Also dass die direkte Summe ist ein Untervektorraum des direkten Produkts, des kartesischen Produkts. So, und jetzt gibt es auch hier gewisse kanonische Abbildungen, aber hier betrachten wir jetzt nicht die Projektion, sondern wir betrachten die Einbettung. Wir können jetzt jeden Raum VI auf kanonische Weise einbetten in die direkte Summe, indem ich eben einfach einen Vektor V hernehme aus dem Raum VI. Und jetzt betrachte ich die Folge, wo nur an der i-ten Stelle, genau da, wo das V stehen darf, das V steht und sonst überall 0. Also ich schreibe den Vektor an die i-te Stelle in ein solches Tupel und sonst schreibe ich überall 0 hin. Da lande ich natürlich in dieser direkten Summe, weil ja an allen bis auf endlich vielen Stellen 0 steht, sogar an allen bis auf einer Stelle. Und diese eine Stelle enthält etwas genau aus dem Raum VI. Und auch hier sieht man wieder, diese Abbildung ist linear, weil ich ja hier einfach komponentenweise addiere und skalar multipliziere. Und sie ist auch offensichtlich auch injektiv, weil wenn die Vs, zwei verschiedene Vs sich unterscheiden, unterscheidet sich das natürlich hinten an der i-ten Stelle dann und damit sind es unterschiedliche Tupel. Das ist also eine injektive lineare Abbildung, das nennen wir die kanonische Einbettung. So kann ich also jeden Raum in das kartesische, in die direkte Summe einbetten. Okay, also das ist wieder die explizite Konstruktion, in der wir genau angegeben haben, wie die Elemente aussehen. Da sieht man jetzt schon wieder einiges. Also zum Beispiel, wenn die Indexmenge endlich ist, gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Produkt und Summe. Also wenn die Indexmenge i eine endliche ist, dann ist die direkte Summe der Räume nicht nur ein Untervektorraum, sondern sie stimmt mit dem Gesamtraum, dem kartesischen Produkt überein. Okay, ist kein echter Unterraum, weil das sieht man an der Definition, wenn das Tupel hier sowieso nur endlich ist, dann ist die Bedingung, dass nur an endlich vielen Stellen etwas ungleich 0 steht, überflüssig, kann ich weglassen und dann sehen Sie schon nach Konstruktion, dass einfach das volle Produkt rauskommt. Aber im Allgemeinen ist das nicht so. Wenn Sie zum Beispiel wieder diesen Folgenraum betrachten, also wir bilden das kartesische Produkt über eine abzählbare Indexmenge, natürlichen Zahlen, wir nehmen immer die reellen Zahlen, dann haben wir hier als kartesisches Produkt den vollen Folgenraum. Und hier haben wir nicht den vollen Folgenraum, weil jetzt die Bedingung natürlich greift, dass nur an endlich vielen Stellen ungleich 0 steht. Dann haben wir hier den Raum der Folgen mit sogenanntem endlichen Träger. Was nur so viel bedeutet, das sind Folgen, wo eben wirklich nur endlich viele Folgenglieder ungleich 0 sind und fast alle, also mit fast alle meine ich jetzt alle bis auf endlich viele der Folgenglieder sind 0. Und natürlich ist das ein strikt kleiner Unterraum. Also als einfachstes Beispiel eine konstante Folge, die konstante 1-Folge, immer nur 1, ist hier drin, aber hier natürlich nicht, weil da nicht nur an endlich vielen Stellen ein Eintrag ungleich 0 steht. Also da wird die direkte Summe deutlich kleiner als das kartesische Produkt. Sobald die Indexmenge unendlich ist, kann das passieren. So, auch hier
haben wir jetzt die explizite Konstruktion der direkten Summe gesehen. Jetzt formulieren wir es wieder über die Eigenschaft. Welche Eigenschaft hat sie? Und diese Eigenschaft ist wieder so stark, dass es auch gar nicht anders geht, als die direkte Summe so zu konstruieren, wie wir es getan haben, wenn diese Eigenschaft erfüllt sein soll. Also hier schauen wir uns am besten einfach nur wieder das Diagramm an. Das ist leichter, als es auszuschreiben. Hier starten wir jetzt folgendermaßen. Wann immer ich einen Raum W habe, der steht jetzt nicht links, ich bilde nicht, will nicht von W in, wie vorhin, das Produkt abbilden, sondern ich möchte von der Summe nach W gehen nachher. Also wann immer ich einen Vektorraum W mir vorgebe, zusammen mit Abbildungen von den VIs in das W. Also gegeben sein muss, ist das hier, das ist gegeben, von jedem VI eine lineare Abbildung in den festen Raum W. Dann gibt es genau eine Abbildung von der direkten Summe nach W, welche dieses Diagramm kommutativ macht, alle diese Diagramme, also ob ich von VI mit der kanonischen Einbettung in die direkte Summe gehe und dann diese Abbildung anwende, oder ob ich direkt mit den VI nach W gehe, das ist dasselbe. Okay, also es gibt wiederum genau eine solche Abbildung, die alle diese Diagramme kommutativ machen. Also es ist ganz ähnlich wie vorher, aber jetzt gehen die Pfeile irgendwie immer in die andere Richtung. Und zweitens, diese Eigenschaft, so wie vorhin auch, bestimmt diese direkte Summe wieder bis auf Isomorphie. Auch da muss man sich kurz überlegen, was meine ich damit eigentlich ganz genau, so wie vorhin auch. Und dann muss man es mit so ein bisschen Abstract Nonsense zeigen. Diesen zweiten Teil dürfen Sie jetzt mal als Übungsaufgabe machen, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Was ich jetzt hier direkt zeige, ist, dass diese Abbildung Phi wirklich existiert und auch eindeutig bestimmt ist. Also, ich zeichne mal das Diagramm nochmal hin. Also gegeben ist dieser Raum W. Und gegeben sind die Abbildungen Phi I von VI nach W für jedes I. Lineare Abbildungen, die sind gegeben. Und natürlich kann ich meine VI mit der kanonischen Projektion einbetten in die direkte, mit der kanonischen Einbettung einbetten in die direkte Summe. Und jetzt ist die Frage, wie definiere ich diese Abbildung? Naja, da muss ich jetzt also sagen, wenn ich ein solches Tupel hier habe, die Folge, was mache ich damit? Da bietet sich Folgendes an, es gibt nicht viele Möglichkeiten. Ich kann ja auf das VJ das entsprechende Phi J anwenden. Ja, ich habe ja für jedes J habe ich diese Abbildung Phi J von VJ nach W. Wenn ich also auf die entsprechende Komponente VJ das Phi J anwende, bin ich schon mal in W. Das habe ich jetzt für alle Js. Und jetzt summiere ich die. Das ist die Addition in W, um in W zu bleiben. Da habe ich eine Abbildung hier angegeben. Jetzt muss man sich kurz überlegen, macht das überhaupt Sinn? Kann ich diese Summe hinschreiben? Es sieht ja sehr so aus, als ob ich hier eine unendliche Summe bilde. Und unendliche Summen können wir nicht bilden. Wir können nur endliche Summen bilden im Raum W. Aber jetzt kommt die Tatsache ins Spiel, dass diese Folge hier nur an endlich vielen Stellen ungleich 0 stehen hat. Das heißt, fast immer, bis auf endlich viele Fälle, steht hier der Nullvektor. Und wenn das WJ, wenn das VJ der Nullvektor ist und ich wende die lineare Abbildung ΦJ drauf an, kriege ich wieder den Nullvektor. Das heißt, in dieser Summe sind nur endlich viele Summanden überhaupt ungleich 0. Und deshalb kann ich hier so etwas salopp diese Summe hinschreiben, wobei ich halt die Nullsummanden einfach ignoriere. Ich summiere nur endlich viele Zahlen ungleich 0, endlich viele Vektoren ungleich 0, also ist das letztendlich doch eine endliche Summe. Das heißt, ich darf das hinschreiben, es definiert mir eine Abbildung von der direkten Summe in den Raum W. Diese Abbildung wäre nicht definierbar, wenn ich hier das kartesische Produkt hinschreiben würde, weil dann wäre diese Folge wirklich eventuell eine echte, unendliche Folge und dann müsste ich hier eine echte, unendliche Summe bilden und das geht in dem Raum W nicht, das ist ja nur ein Vektor. Also hier ist es wichtig, dass wir es mit der direkten Summe zu tun haben, der Tatsache, wie sie definiert ist. Gut, es ist also wohl definiert. Jetzt ist das, muss man sich kurz überlegen, dass das linear ist, aber das ist auch offensichtlich. Wenn ich hier addiere, in diesem Raum addiere ich ja wieder komponentenweise, dann stehen hier immer Summen. Die Phi J waren ja alle linear, kann ich es auseinanderziehen und dann noch die große Summe verteilen. Ist also alles kein Problem und mit Skalaren genauso. Das ist also eine lineare Abbildung, die ich jetzt konstruiert habe. Nennen wir sie Phi. Und jetzt ist die Eigenschaft, die Tatsache, dass dieses Diagramm hier kommutativ ist, offensichtlich. Weil was passiert, wenn ich mit einem Vektor aus VI starte und ihn hier einbette? Dann nehme ich ja die Folge her, wo überall 0 steht,
Und nur in der Eaton-Komponente steht genau dieser Vektor. Wenn ich jetzt das mache, dann wende ich in der Eaton-Komponente das Vi auf diesen Vektor an. Die ganzen anderen Komponenten kann ich vergessen, da steht ja sowieso 0. Und dann ist auch diese Summe in Wirklichkeit gar keine echte Summe, sondern da steht einfach nur Vi von diesem Vektor, Phi i von diesem Vektor, und das ist genau das Phi i, was ich hier haben wollte. Also offensichtlich erfüllt das Phi die Eigenschaft, dass dieses Diagramm kommutativ wird. Und jetzt ist nur noch zu überlegen, dass das wirklich nur eine einzige Möglichkeit gibt, dass es also nur genau ein solches Phi gibt. Und das ist eben auch wieder die Eigenschaft, die wir fordern von dem Phi, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt. Also wir können uns das ja mal so überlegen. Ich nehme ein beliebiges Element, Vj, j aus i, aus dieser direkten Summe. Jetzt stehen da sowieso nur endlich viele Einträge ungleich 0. Jetzt kann ich das als eine lange Summe schreiben, aber eine endliche, wo wirklich nur jeweils der eine Vektor an der einen Stelle steht und sonst nur 0. Also ich schreibe das jetzt mal als eine Summe, j aus i. Und jetzt schreibe ich hier den Vektor hin oder die Folge hin, wo nur genau an der j-Stelle das vj steht und sonst nur 0. Okay. Und auch hier, weil ja von Anfang an nur endlich viele von den vj's überhaupt nicht 0 waren, muss ich das natürlich hier nur für endlich viele vj's machen. In Wirklichkeit ist das also wieder eine endliche Summe. Und wenn ich das aufsummiere, kriege ich natürlich wieder genau diese Folge raus. So, und wenn ich jetzt mein Phi anwende auf diese Folge, dann mein potenzielles Phi, von dem ich mich überzeugen möchte, dass es existiert, dann kann ich, weil das Phi ja linear sein soll, diese endliche Summe nach vorne rausziehen. Dann steht jetzt hier Phi angewandt auf jeweils diesen Vektor, wo an der j-Stelle Vj steht und sonst nur 0. Jetzt kann ich das aber nochmal umschreiben. Hier steht doch eigentlich nur Phi nach der Einbettung von Vj. Weil wenn ich den Vektor Vj mit Hilfe der kanonischen Einbettung in die Summe einbilde, mache ich ja genau das. Ich schreibe ihn in der j-Komponente hin und sonst nur 0. Okay, also das hier ist einfach dieser Vektor. So, und jetzt können wir verwenden, dass wir ja schon wissen, was Phi nach dieser Einbettung sein soll. Das fordert ja gerade unsere Eigenschaft hier. Wenn ich erst einbette und dann das Phi anwende, soll ja genau das Phi i rauskommen. Also in Wirklichkeit steht hier Phi j von Vj. Und Sie sehen schon, ich kann das Phi gar nicht anders definieren, als so, wie ich es sowieso von Anfang an getan habe. Okay, das war meine Definition. Das heißt, wenn das Phi, das wir hier suchen, die Eigenschaft haben soll, dann muss ich es so definieren, anders geht es nicht, deshalb gibt es genau ein solches Phi. Also erfüllt die direkte Summe wirklich diese universelle Eigenschaft, und die Tatsache, dass diese universelle Eigenschaft diese Konstruktion bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt, sogar bis auf eindeutige Isomorphie eindeutig bestimmt, dürfen Sie als Übungsaufgabe machen. So, also die zwei Räume, diese zwei Konstruktionen haben irgendwie was miteinander zu tun, sind aber nicht identisch. Im endlichen Fall sind sie identisch, wenn die Indexmenge endlich ist, sonst sind sie unterschiedlich. Sie sind aber irgendwie dual zueinander. Dual sieht man schon ein bisschen daran, dass jeweils in der universellen Eigenschaft fast alles gleich aussieht, nur die Pfeile in die andere Richtung gehen. Und wir können das auch noch mit Hilfe des Dualraums formulieren. Das sieht man hier in dieser Proposition. Also, man sieht nämlich, dass wenn ich eine direkte Summe aus Räumen bilde und von diesem neuen Vektorraum dann den Dualraum bilde, den wir ja auch schon lange kennen, dann ist das auf kanonische Weise isomorph zum Produkt der Dualräume. Also dieser Isomorphismus, da müssen wir jetzt gleich den Beweis anschauen, das heißt, ich behaupte nicht, dass es da irgendwie einen ominösen Isomorphismus gibt, sondern wenn man eine Weile drüber nachdenkt, ist es irgendwie ziemlich klar, wie der aussehen muss. Es gibt also einen kanonischen Isomorphismus. Den schauen wir uns gleich an. Also das Dual der direkten Summe ist das direkte Produkt. Umgekehrt stimmt es nicht ganz. Wenn ich also das
direkte Produktbilde von Räumen und davon den Dualraum, dann ist das nicht isomorph, nicht das Gleiche wie, das, wie die Summe der Dualräume. Ich könnte ja auf der anderen Seite könnte ich die Summe der Dualräume bilden. Aber zumindest ist die Summe der Dualräume auf kanonische Weise enthalten als Untervektorraum in dem Dualraum des Produkts. Also auch hier wird der Beweis gleich zeigen, was für eine Abbildung ich hier meine. Ich kann also ein Element aus der Summe der Dualräume relativ kanonisch einbetten in den Dualraum des kartesischen Produkts. Okay? So, also das schauen wir uns jetzt an, wie das aussieht. Also erstmal, inwiefern sind die hier isomorph? Da muss ich jetzt natürlich diesen Isomorphismus angeben. Also, wie machen wir das? Wir nehmen uns etwas aus dem Dualraum der Summe. Das ist also F. Um es nochmal drunter zu schreiben, das F ist, weil es ja aus dem Dualraum ist, ist eine lineare Abbildung von der direkten Summe in den Grundkörper. So, und das möchten wir jetzt machen zu einem Element. Ich habe hier Dual vergessen, zu einem Element des Produktes der Dualräume. Okay. Das heißt, ich möchte jetzt einfach für jeden Index ein Element aus dem Dualraum von VJ, aus dem F konstruieren und die möchte ich dann alle zu einem Tupel zusammensetzen, dass ich hier wirklich im Produkt der Dualräume bin. Naja, wie kann ich aus dem F ein Element des Dualraums von einem solchen VJ machen oder VI. Naja, indem ich einfach die Einbettung davor hänge. Vielleicht hier mal ein bisschen Platz. Und löschen hier mal das F. Schreiben wir es hier drüber. Also das ist das F. Jetzt kann ich doch einfach von VI starten und das VI erstmal einbetten mit Hilfe der kanonischen Einbettung. Und dann das F dahinter hängen. Also hier habe ich dann F nach der kanonischen Einbettung. Und das ist jetzt natürlich eine lineare Abbildung von VI nach K, also ein Element des Dualraums von VI. Auf die Art und Weise kann ich F, was ein Element des Dualraums der Summe ist, für jeden einzelnen Index I oder eben J zu einem Element des entsprechenden Dualraums machen, indem ich es einfach mit der Einbettung komponiere. Jetzt setze ich die zu einem Tupel zusammen und bin also im kartesischen Produkt der Dualräume. Trennungsstrich, damit wir nicht zu viel durcheinander kriegen. Also das ist irgendwie das, was ich vorhin mit kanonisch gemeint habe. Es ist irgendwie offensichtlich, dass man das so machen muss. Alles andere wäre irgendwie komisch. Auf die Art und Weise bekomme ich also auf jeden Fall eine Abbildung von diesem Dualraum in das Produkt der Dualräume. Und jetzt muss man sich nur noch überlegen, dass das wirklich ein Isomorphismus ist, also injektiv und surjektiv. Und für die Injektivität also müssen wir annehmen, dass ein solches F hier zu Null wird, also zu dem konstanten Nulltupel. Und das bedeutet, dass F komponiert mit diesen Einbettungen ist immer Null. So, das F ist auf allen Komponenten eingeschränkt immer die Nullabbildung. Und dann folgt direkt daraus, dass F selbst 0 ist. Das sieht man zum Beispiel hier, oben haben wir das überlegt. Also wir würden hier unser F hinschreiben. Das ist, eine Abbildung von dieser Summe in den Grundkörper. Das ist ja unser F hier. Und jetzt weiß ich ja, ich bekomme hier die einzelnen Komponenten, indem ich es mit der Einbettung komponiere. Das sind also hier genau diese, die Abbildung, die wir dann hier kriegen, sind genau diese Komponenten. Und jetzt haben wir ja gezeigt, diese Abbildung, die hier Phi hieß, ist eindeutig bestimmt durch die Komponenten. Sie ist nämlich die Summe über die einzelnen Komponenten. Das kann ich natürlich jetzt hier für mein F anwenden statt dem Phi. Und dann weiß ich, dass F selbst ist die Summe über diese Komponenten. Und wenn die alle Null sind, ist das F natürlich selbst auch Null. Offensichtlich. Damit ist die Injektivität gezeigt. Und die Surjektivität ist noch offensichtlicher direkt aus der universellen Eigenschaft, weil da würde ich mir hier einfach ein Tupel vorgeben. In jeder Komponente steht ein Element des Dualraums. Dann habe ich also einfach in jeder Komponente eine vorgegebene Abbildung in den Grundkörper. Da bin ich also in der Situation hier oben, wo das W einfach der Grundkörper ist und mein Tupel eben genau für jede einzelne Komponente eine solche lineare Abbildung in den Grundkörper vorgibt. Dann sagt mir die universelle Eigenschaft, es gibt genau eine Abbildung von der Summe
in den Grundkörper. Also es gibt genau ein solches Element F von hier, aus diesem Dualraum, das in den jeweiligen Komponenten genau das ergibt, was ich vorgegeben habe. Also die Surjektivität ist noch offensichtlicher direkt die universelle Eigenschaft der direkten Summe. Und damit ist schon mal gezeigt, dass der Dualraum der Summe wirklich das Produkt der Dualräume ist. Gut. Für den zweiten Teil müssen wir uns diese Abbildung angeben. Also wir wollen zeigen, inwiefern können wir auf offensichtliche Weise ein Element der Summe der Dualräume zu einem Element des Dualraums des Produktes machen. Also was wir uns hier vorgeben, ist eine Familie von FJs mit der Eigenschaft, dass jedes FJ eben genau aus dem Dualraum von VJ ist und, weil wir in der direkten Summe sind, nur endlich viele davon sind wirklich ungleich Null. Also es ist in Wirklichkeit eigentlich eine endliche Folge, die hier steht. So, und jetzt müssen wir daraus etwas machen, was ein Element des Dualraums des Produktes ist. Also das muss selbst eine Abbildung sein, nämlich vom Produkt in den Grundkörper. Es muss also eine Vorschrift sein, die mir ein beliebiges Element des Produktes hernimmt. So sehen die Elemente des Produktes aus. Und daraus ein Element des Grundkörpers macht. Dann ist es nämlich eine Linearform auf dem Produkt. Naja, wie kann ich jetzt ein solches Tupel, eine solche Folge zu einem Körperelement machen, wenn ich diese ganzen FJs benutzen darf? Naja, ich kann natürlich offensichtlich das FJ anwenden auf den entsprechenden Eintrag VJ. Dann habe ich ein Element des Grundkörpers und jetzt kann ich die alle summieren. Und hier ist es jetzt wiederum wichtig, dass diese Summe in Wirklichkeit nur endlich ist, weil ich auch in dem Grundkörper nur endliche Summen bilden kann. Und das liegt natürlich jetzt genau daran, dass von diesen FJs ja nur endlich viele, nicht die Nullabbildung waren. Das heißt, egal wie die VJs aussehen, die können alle ungleich Null sein. Wenn ich die FJs anwende, ist es fast immer die Nullabbildung. Also hier steht letztendlich bis auf endlich vielen Fällen wieder einfach nur das Null, die Null im Körper, und dann kann ich diese Summe eben doch bilden. Also das ist irgendwie offensichtlich die einzig sinnvolle Weise, wie ich ein solches Tupel von Linearformen zu einer Linearform auf dem kartesischen Produkt machen kann. Natürlich kann man jetzt wieder nachrechnen, dass das linear ist. Wenn ich hier addiere, stehen hier jeweils komponentenweise Summen, weil die FJs alle linear sind, kann ich es auseinanderziehen und so weiter, mit Skalaren ebenso. Also das ist wirklich eine lineare Abbildung, also wirklich, ich lande wirklich im Dualraum. Und da muss man sich auch noch überlegen, dass diese Zuordnung linear ist. Wenn ich also zwei Tupel von Linearformen addiere, dann steht jeweils hier diese Summe, kann ich die dort auseinanderziehen und so weiter. Also es ist wirklich eine lineare Abbildung, die wir hier definiert haben. Und die Injektivität ist eben auch wieder klar, kann ich wieder mal überlegen, wenn das hier die Nullabbildung ist, dass dann alle FJs Null gewesen sein müssen. Naja, das ist klar, ich kann ja hier ein Tupel hernehmen, wo nur an einer einzigen Stelle, an der J-Stelle, was steht. Dann ist auch diese Summe hier nur ein einziger Summand, weil ja fast immer hier der Nullvektor steht, dann steht hier einfach FJ von diesem einen Element. Und wenn das Null ist, dann, und das für jede Möglichkeit wahr ist, was ich da an diese eine Stelle schreiben kann, dann war das entsprechende FJ 0. Also allein schon, wenn ich es anwende auf Elemente der direkten Summe, statt des direkten Produkts, schon allein, wenn es auf allen Elementen der direkten Summe hier die Nullabbildung ist, müssen alle FJ die Nullabbildung gewesen sein. Also ist das wirklich eine Einbettung, also es ist ein Untervektorraum auf die Art und Weise von diesem Dualraum des Produkts. Da kann man sich jetzt überlegen, das dürfen Sie als Übungsaufgabe machen, dass das hier im Allgemeinen kein Isomorphismus ist. Also im Normalfall ist dieser Raum größer als dieser. Wir haben also nur die Injektivität, nicht die Surjektivität. Gut, jetzt haben wir also Summen und Produkte kennengelernt, haben ein bisschen was gesehen, wie sich das mit Dualität zueinander verhält. Jetzt schauen wir noch eine weitere Konstruktion an, das sind sogenannte Faktorräume. Und zwar, die Konstruktion ist folgendermaßen. Da habe ich jetzt einen Vektorraum vorgegeben, V. Und was ich noch brauche, ist ein Untervektorraum.
Jetzt möchte ich sozusagen mit Gewalt diesen Unterraum zu Null machen. Alle Elemente aus dem Unterraum sollen irgendwie zum Nullvektor werden. Dann muss ich natürlich noch weitere Identifikationen vornehmen, das werden wir gleich sehen, und kriege einen neuen Raum raus. Und das ist dann der sogenannte Faktorraum. Also, und dazu definiere ich eine Äquivalenzrelation auf dem Gesamtraum V. Und zwar, ich sage, ein Vektor V ist äquivalent zu einem Vektor W, per Definition, genau dann, wenn die Differenz in dem Unterraum liegt. Muss ich natürlich jetzt streng genommen ein Index U vielleicht hierhin machen, weil natürlich diese Definition, diese Äquivalenzrelation von dem gewählten Unterraum U abhängt. Aber der ist jetzt für uns fix, deshalb lasse ich das meistens weg. Okay, also ich nenne zwei Vektoren aus dem Gesamtraum V äquivalent, wenn ihre Differenz in dem Unterraum U liegt. Okay? Und da kann man sich relativ leicht überlegen, dass das wirklich eine Äquivalenzrelation ist. Da braucht man die Unterraumeigenschaften. Also zum Beispiel, nur mal ein Beispiel vorzurechnen, wenn V äquivalent zu W und W äquivalent zu X ist. Jetzt muss ich zeigen, dass dann auch V äquivalent zu X ist. Die erste Sache bedeutet V minus W ist aus U. Die zweite bedeutet W minus X ist aus U. Und jetzt kann ich natürlich diese beiden Elemente einfach addieren. Und die Summe von den beiden, da hebt sich das W weg, ist V minus X. Und weil in einem Unterraum, weil ich in dem Unterraum bleibe, wenn ich Elemente addiere, ist V minus X ebenfalls in U und damit ist also auch V äquivalent zu X. Es ist die Abgeschlossenheit unter Addition des Unterraums, die uns hier zum Beispiel die Transitivität liefert. Die anderen Eigenschaften für eine Äquivalenzrelation überprüfen Sie ganz leicht. So, und jetzt definiere ich eben, jetzt schaue ich mir eben die Äquivalenzklasse an von V. Auch da müsste ich streng genommen ein U dazu machen. Das sind jetzt, wie wir wissen, das sind diejenigen Ws aus V, die zu V äquivalent sind. Und wenn wir das nochmal ausschreiben, das sind die Ws aus V mit der Eigenschaft, dass V minus W aus U ist. Und da sehen Sie, das ist eigentlich nichts anderes als der affine Unterraum, den Sie kriegen, wenn Sie U anhand von V verschieben. Das ist also einfach die Menge aller V plus U mit U aus U, beziehungsweise würde ich hier verkürzt auch einfach schreiben V plus U, also der affine Unterraum, den ich bekomme, wenn ich U verschiebe zu dem Aufpunkt V. Also diese Gleichheit hier sehen Sie, wenn V minus W aus U ist, dann können Sie diese Gleichung ja hinschreiben, V minus W ist gleich ein klein U. Und wenn Sie das dann nach W auflösen, sehen Sie, dass W ist gleich V minus U, beziehungsweise in dem Unterraum können Sie ja minus beliebig weglassen oder zuschreiben, dann können Sie es schreiben als V plus U, minus minus U. Und umgekehrt, wenn Sie einen Vektor haben, W, der so aussieht, V plus U, dann lösen Sie das, bringen Sie das V auf die eine Seite, das U auf die andere, und dann sehen Sie, dass das hier diese Bedingung erfüllt. Also die Äquivalenzklassen dieser Äquivalenzrelation sind genau die affinen Unterräume, die parallel zu U sind, die Parallelverschiebungen von U. So, und jetzt definiere ich V modulo U, die Notation kennen wir schon für Äquivalenzrelationen, einfach als die Menge aller Äquivalenzklassen. Lass den Index wieder weg. Die Menge aller Äquivalenzklassen. Also, das ist als Menge die Menge der affinen Verschiebungen, der Parallelverschiebungen von U. Ich zeichne Ihnen mal eine kleine Skizze. Also wenn wir im R hoch 2 sind, das ist mein Raum V, und wenn wir als Raum U sowas nehmen hier, das wäre jetzt mein U, dann muss ich jetzt als neue Menge die Menge aller Parallelverschiebungen von U nehmen, da ist also das U selbst drin, aber natürlich auch das, 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 also das ist jetzt so ein typischer Fall V plus U. Okay, also relativ abstrakt eigentlich, als Menge enthält das lauter affine Unterräume. Das ist eine Menge von affinen Unterräumen, dieses V modulo U. So, und jetzt behaupte ich aber, dieses V modulo U ist nicht einfach nur eine Menge, sondern wir können wieder addieren und skalar multiplizieren. Also ich behaupte, dieses V modulo U kann selbst wieder als Vektorraum aufgefasst werden. Und da muss ich jetzt eben sagen, wie mache ich das? Ich muss also die Addition definieren. Da muss ich jetzt also eine Äquivalenzklasse nehmen. Haben wir uns jetzt schon überlegt, das ist eben genau der
affine Unterraum mit Aufpunkt V. Und ich muss addieren einen anderen solchen. Ich addiere jetzt also zwei affine Unterräume. Ich definiere das folgendermaßen. Ich addiere einfach die beiden Aufpunkte, V plus W, und betrachte den dazu gehörenden affinen Unterraum. Also wenn wir in dem oberen Bild mal einzeichnen würden, ich möchte mal diesen hier als V plus U betrachten und den hier unten als W plus U. Ich habe also diese beiden orangenen affinen Unterräume, sind meine zwei Elemente in dem Faktorraum. Jetzt möchte ich die addieren. Naja, dann muss ich also von dem einen Raum, den Vektor V, nehmen wir mal an, das V ist hier, den Aufpunkt hernehmen und von dem anderen den Aufpunkt, der ist zum Beispiel hier. Und jetzt muss ich die beiden Aufpunkte addieren, da lande ich vielleicht, irgendwo hier. Naja, vielleicht würde ich sogar genau hier drauf landen. Nehmen wir mal an, also ich lande genau hier, V plus U. Und dann kriege ich natürlich als Summe von dem genau den Raum U, also den nicht verschobenen Raum raus. Okay, haben wir es definiert. Wir nehmen die Aufpunkte, also die Vertreter der Äquivalenzrelation und addiere einfach die und bilde davon wieder die Äquivalenzklasse. So, natürlich ist hier wieder eine Wohldefiniertheit zu zeigen, weil diese Vertreter der Äquivalenzklasse nicht eindeutig bestimmt sind. Geometrisch sieht man das sehr schön. Ich hätte ja auf diesem affinen Unterraum V plus U nicht dieses V als Aufpunkt wählen müssen. Ich hätte ja auch einen ganz anderen Aufpunkt wählen können. Ich hätte ja auch zum Beispiel den hier wählen können als V', ist ein anderer Aufpunkt. Auch ein Vertreter dieser Äquivalenzklasse. Und als W hätte ich ebenfalls einen anderen Aufpunkt, also auch hier einen anderen Vertreter der Äquivalenzklasse wählen können. Und wenn ich die beiden addiert hätte, hätte ich nicht V plus W, sondern V' plus W' rausbekommen. Natürlich ist das ein völlig anderer Vektor. Wenn ich diese beiden jetzt addiere, lande ich irgendwo hier. Aber wenn ich dann wieder zur Äquivalenzklasse übergehe, bekomme ich eben doch wieder dasselbe. Es liegt auch der hier wieder auf diesem U. Also auch auf die Art und Weise hätte ich U als Ergebnis rausbekommen. Also geometrisch sieht man hier diese Wohldefiniertheit sehr schön. Welche Aufpunkte dieser beiden affinen Räume ich addiere, gibt natürlich unterschiedliche Ergebnisse, aber der davon erzeugte affine Unterraum ist stets immer derselbe. Das ist die Wohldefiniertheit, die hier zu zeigen ist. Und natürlich zeige ich Ihnen die gleich auch nochmal formal. Geometrisch versteht man es hier hoffentlich sehr schön. Naja, und jetzt will ich ja übrigens auch noch eine skalare Multiplikation. Ich muss also auch sagen, wie definiere ich Lambda mal eine solche Äquivalenzklasse. Und auch das mache ich wieder vertreterweise. Ich skaliere einfach den Vertreter und bilde davon die Äquivalenzklasse. Also auch hier, wenn ich dieses Element mit 2 multiplizieren möchte, dann muss ich einen beliebigen Aufpunkt wählen, zum Beispiel W. Ich muss diesen Aufpunkt mit 2 multiplizieren, dann lande ich vielleicht hier. Dann nehme ich davon die Äquivalenzklasse, also den affinen Unterraum. Also zweimal dieser affine Unterraum wäre dieser affine Unterraum. Okay. Und auch hier sieht man wieder, wenn ich einen anderen Aufpunkt genommen hätte und ich hätte diesen mit 2 multipliziert, hätte ich einen anderen Punkt bekommen, aber er liegt wieder auf demselben affinen Unterraum, würde also wieder dasselbe liefern. Gut, also überlegen wir uns das einmal formal, nachdem wir es uns geometrisch überlegt haben. Das ist die erste Aussage des folgenden Lemmas. Die obigen Verknüpfungen sind wohl definiert und machen dieses V modulo U zu einem neuen Vektorraum. Also, für die Wohldefiniertheit, rechnen wir mal die Wohldefiniertheit der Addition nach, muss ich mal annehmen, die Äquivalenzklasse von V ist das gleiche wie die Äquivalenzklasse von V'. Also beide erzeugen denselben affinen Unterraum bezüglich U, sind also Aufpunkte desselben Raums, schreiben wir es so. Und das gleiche mit W auch. W plus U ist gleich W' plus U. So, und jetzt muss ich zeigen, also zu zeigen ist, dass wenn ich V plus W addiere, dass die davon erzeugte Äquivalenzklasse dasselbe ist, wie wenn ich das mit V' plus W' mache. Okay, das muss ich zeigen. Na gut, jetzt muss ich eben hier das oben verwenden. Was bedeutet es, dass zwei Vertreter dieselbe Äquivalenzklasse erzeugen? Das bedeutet, sie sind zueinander äquivalent. Und das bedeutet natürlich einfach, ihre Differenz liegt in U. Naja, genauso definiert. Und für W und W' gilt dasselbe. So, und jetzt liegt schon auf der Hand, was ich machen kann. Ich addiere diese beiden Gleichungen. Y
Jetzt benutzen wir also nochmal die Unterraumeigenschaft von U, also dass es abgeschlossen ist unter Summen. Wenn ich die beiden also summiere, bleibe ich in U. Und das kann ich jetzt natürlich umschreiben als V plus W. Da verwende ich die Kommutativität der skalaren Addition, der Vektoraddition plus, hier muss ich vorne muss ich ein Minus schreiben, nicht ein Plus. Hier steht ein Minus. Dann habe ich nämlich hier auch ein Minus. Minus V' plus W'. So, und das bedeutet, V plus W ist eben erfreulicherweise doch äquivalent zu V' plus W', und das bedeutet, sie erzeugen dieselbe Äquivalenzklasse. Das ist jetzt der formale Beweis dessen, was wir uns hier geometrisch gerade eben im R hoch 2 schon mal überlegt haben. Naja, und die skalare Multiplikation zeigt man genauso, dass das wohl definiert ist. Da braucht man natürlich die Eigenschaft, dass das U als Unterraum auch abgeschlossen ist unter skalarer Multiplikation. Das geht, braucht man doch. Gut, erster Teil des Lemmas ist bewiesen. Naja, dass es wirklich ein Vektorraum ist, haben wir streng genommen noch nicht bewiesen, aber das folgt unmittelbar aus der Tatsache, dass ich es ja mit Hilfe der Vertreter definiert habe. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zeigen möchte, dass diese neu definierte Addition von Vektoren auf diesem Produktraum, dass die kommutativ ist, dann sehe ich das natürlich sofort daran, dass ich hier natürlich die Addition in dem Raum V benutze, angewandt auf die Vertreter der Äquivalenzklasse, und dass die kommutativ war, dass ich hier also vertauschen kann, und dann ist es natürlich offensichtlich, dass ich hier auch vertauschen kann. Das war jetzt ein Beispiel, also alle Vektorraumeigenschaften folgen ganz unmittelbar aus der Tatsache, dass sie in V gelten und ich ja hier immer auf die Verknüpfungen in V zurückgreife, die ich ja nur vertreterweise anwende. Also damit ist es ein Vektorraum. So, und jetzt gibt es auch hier eine kanonische Abbildung, das ist die sogenannte kanonische Projektion. Das geht von V in den Faktorraum V modulo U. Und was mache ich mit einem Vektor V? Naja, ziemlich offensichtlich, ich mache es zu seiner Äquivalenzklasse. Also die Projektion kennen wir ja eigentlich schon. Die Projektion ist eine kanonische Abbildung von einer Menge in die Faktormenge, wenn ich eine Äquivalenzrelation ausdividiert habe. Und das Interessante hier ist zusätzlich, dass das einerseits surjektiv ist. Naja gut, das ist nicht besonders interessant. Das ist immer so, wenn ich eine Äquivalenzrelation ausdividiere. Die Projektion auf die Faktormenge ist immer surjektiv. Interessant ist, dass sie linear ist. Und dann kann ich mir auch den Kern anschauen. Der Kern ist genau der Unterraum, den ich da ausdividiert habe. Der Kern ist genau der Unterraum U. Gut, die Linearität. Wollen wir mal kurz die Linearität nachrechnen. Ich lasse wieder den Index U weg. Was passiert, wenn ich Pi anwende auf V plus W? Naja, dann kriege ich eben die Äquivalenzklasse von V plus W. Naja, aber genau so haben wir ja definiert die Summe von der Äquivalenzklasse von V plus die von W. Genau so, vertreterweise, hatten wir die Addition in diesem Faktorraum definiert. Das heißt, hier steht Pi von V plus Pi von W, also additiv. Und mit den Skalaren, dass die Skalare rausgehen, funktioniert genauso. Ist einfach nur die Definition der Verknüpfungen hier in diesem Faktorraum. So, und jetzt noch den Kern zu bestimmen. Der Kern besteht aus den Elementen, die 0 werden. Also der Kern von Pi sind diejenigen V aus V mit der Eigenschaft V plus U ist der Nullvektor. Also mit dieser 0 hier unten rechts meine ich den Nullvektor hier. Naja, da sollten wir uns erstmal überlegen, was ist denn der Nullvektor? Naja, der Nullvektor zum Beispiel ist natürlich einfach das Bild des Nullvektors. Ja, 0 geht auf 0, das heißt, es ist einfach 0 plus U, das heißt, das ist U selbst. Also wenn Sie sich fragen, welche affine Unterraum hat eigentlich bezüglich dieser Vektorraumstruktur, die wir jetzt eingeführt haben, die Rolle des Nullvektors, dann ist das einfach der Raum U selbst, der nicht verschobene. Also die Null in diesem neuen Raum ist die rote Gerade. Ja, es ist ja auch klar, geometrisch wieder, wenn ich irgendein Element dieses neuen Raumes nehme, zum Beispiel diese orangene Gerade, und ich addiere den Raum U, dann muss ich ja von U einen Vertreter wählen, könnte ich zum Beispiel den Nullvektor nehmen,
sieht man es offensichtlich. Und jetzt muss ich an den Vertreter V den Nullvektor addieren und dann wieder die Äquivalenzklasse nehmen. Das bleibt natürlich die Orange. Aber auch hier, ich kann einen beliebigen anderen Vektor hier nehmen als Aufpunkt des Unterraums U. Der muss eben selbst in U liegen. Und wenn ich das jetzt zu meinem V addiere, bleibe ich in diesem affinen Raum und deshalb wird der nicht geändert, wenn ich das U addiere. Also, hier sehen Sie, der Kern besteht aus den Vektoren, die die Eigenschaft haben, dass der dazugehörige affine Unterraum der Raum U selbst ist. Naja, welche Aufpunkte kann ich nehmen, wenn ich U nicht verschieben möchte? Natürlich genau die Elemente aus U. Wenn ich U anhand eines Elementes aus U verschiebe, bekomme ich U. Und wenn ich einen Vektor dazu addiere und es verschiebe anhand etwas, was nicht in U liegt, dann wird das echt verschoben. Sehen wir also, der Kern ist genau das U. Damit haben wir dieses Lemma bewiesen. Und wir nennen den so entstehenden Raum jetzt den Faktorraum von V modulo U. Nettes Korollar, wir wissen, was die Dimension dieses Raumes ist. Das ist einfach die Differenz der Dimensionen. Also die Dimension von V modulo U ist einfach die Dimension von V minus die Dimension von U. In dem Bild vorne würde das bedeuten, wir starten mit einem zweidimensionalen Raum, mit dem R hoch 2. Wir nehmen uns einen eindimensionalen Unterraum, U. Also hat der Faktorraum die Dimension 2 minus 1 wieder 1. Also der entstehende Raum sollte eindimensional sein. Naja, und das sieht man irgendwie. In dem Moment, wo ich die Menge all dieser affinen Unterräume betrachte, ist es nur noch eindimensional. Es kommt ja nur noch auf die Auslenkung an, sagen wir mal, in diese Richtung. Es ist nichts Zweidimensionales mehr. Ich sage, das plus das ergibt das. Das hier zweimal ergibt das. Ja, also ich könnte sozusagen Vertreter wählen hier und hätte ich von jedem Raum genau einen Vertreter und würde letztendlich auf dieser Geraden addieren. Das heißt, der Raum, der rauskommt, ist dann nur noch eindimensional, wenn ich einen eindimensionalen Raum ausdividiert habe im R hoch 2. Und formal beweisen tun wir das ganz einfach. Wir müssen einfach die Dimensionsformel auf die kanonische Projektion anwenden. Das ist surjektiv. Wir kennen den Kern, das ist U selbst, und die Dimensionsformel sagt, die Dimension von V ist gleich die Dimension des Kerns, Kern ist U, plus die Dimension des Bildes. Und weil die Abbildung surjektiv ist, ist der gesamte Raum V modulo U das Bild. Und wenn Sie das jetzt auflösen nach Dimension von V modulo U, kriegen Sie genau diese Formel heraus. Okay? Also beim Faktorbilden wird die Dimension subtrahiert von dem Raum, den Sie abziehen. Gut, und auch diese Konstruktion geht wieder mit universeller Eigenschaft. Was wir gemacht haben, ist wieder die konkrete Konstruktion. Wir haben gesagt, die Elemente von meinem Faktorraum sehen genau so aus. Das sind die Äquivalenzklassen. Hier müssen wir hinschauen. Und wir haben gesagt, wie wir zwei solche Äquivalenzklassen addieren und haben alles überprüft, alle Vektorraumaxiome, und haben gezeigt, dass es diese kanonische Projektion gibt. Also das ist wieder die konkrete Situation, und jetzt können wir es aber auch wieder über universelle Eigenschaft formulieren. Und schauen wir wieder dieses Bild an. Also wir haben diesen Faktorraum zusammen mit der kanonischen Projektion. Der hat folgende Eigenschaft: Wann immer ich eine lineare Abbildung von V in irgendeinen anderen Raum W angebe, mit der Eigenschaft, dass der Raum U im Kern liegt. Das ist wichtig. Also das darf jetzt nicht eine beliebige Abbildung Phi sein, sondern es muss eine sein, die mindestens U im Kern hat. Also jeder Vektor, der aus dem Unterraum U kommt, muss auf 0 abgebildet werden. Kern darf auch größer sein, aber er muss mindestens das U enthalten. Wenn ein solches Phi gegeben ist, dann existiert genau eine Abbildung von dem Faktorraum nach W, der dieses Diagramm kommutativ macht. Also ich kann erst zu dieser Konstruktion übergehen. Da müssen wir uns vorstellen, wie der gesamte Raum U wird zu 0. Das haben wir ja gesehen. U ist nachher das Nullelement. Ich kann also erstmal den Gesamtraum U zu 0 machen und dann nach W gehen. Und damit kriege ich jede Abbildung. Aber natürlich muss es eine sein, die von Anfang an ganz U zu 0 gemacht hat. Weil auf dem Weg hier unten entlang wird alles aus U sicherlich zu 0. Jeder Vektor aus U wird hier zum Nullelement und wird deshalb mit jeder linearen Abbildung hier weiter Null bleiben. Das heißt, es kann nur gehen, wenn Phi U im Kern gehabt hat, aber für alle solchen Phi funktioniert es, und es gibt genau eine solche Abbildung von hier nach hier. Und auch hier ist es wieder so, dass die universelle Eigenschaft
den Faktorraum eindeutig definiert. Also wir würden wieder annehmen, wir hätten einen Raum, nennen wir ihn X, der sich so verhält wie der Faktorraum. Also da müsste es eine Abbildung geben, von hier nach hier. V zusammen mit diesem Raum X und dem Pi müssen gegeben sein. Und jetzt setzen wir voraus, dass das genau die Eigenschaft erfüllt, die wir hier drüben auch haben. Also wann immer ich einen Raum W vorgebe und eine lineare Abbildung, die das U im Kern hat, gibt es genau eine solche Abbildung, die das kommutativ macht. Wenn das X diese Eigenschaft hat, dann ist das X isomorph zu unserer Konstruktion V modulo U. Es gibt sogar genau einen Isomorphismus. Und zwar gleichzeitig noch einen, der sich mit den Projektionen verträgt. Also wir haben ja dann hier diese Projektion auf U, die explizite, und hier haben wir dieses Pi, das schon gegeben sein muss. Und dann gibt es genau einen Isomorphismus, der dieses Diagramm hier kommutativ macht. Das ist wieder die Eindeutigkeit, die aus der universellen Eigenschaft folgt. Den zweiten Teil dürfen Sie wieder als Übungsaufgabe machen. Den ersten Teil zeige ich Ihnen. Der wird in der Algebra noch öfter auftauchen. Also die Tatsache, dass die Faktorkonstruktion diese Eigenschaft hat, das heißt in der Algebra manchmal dann Homomorphiesatz. Das werden Sie noch kennenlernen. Aber für den Moment beweisen wir einfach das, was wir formuliert haben. Also wir gehen von V mit Hilfe der kanonischen Projektion in den Faktorraum. Und jetzt geben wir uns eine Abbildung Phi in irgendeinen anderen Raum vor, mit der Zusatzbedingung, dass das U im Kern von Phi enthalten ist. Und jetzt müssen wir uns hier eine Abbildung konstruieren. Die suchen wir jetzt. Nennen wir sie mal Phi quer und definieren sie. Also Phi quer muss ich jetzt definieren auf einem Element, auf jedem beliebigen Element des Faktorraums. Und die sehen so aus. Also ein Element aus dem Faktorraum ist eine solche Äquivalenzklasse, beziehungsweise ein affiner Unterraum. Und jetzt definiere ich einfach das als Phi von V. Also ich wähle mir den Vertreter V, einen Vertreter, der liegt dann hier oben, und jetzt bilde ich den einfach mit Hilfe von Phi hier drüben ab, dann habe ich was in W. Zumindest habe ich jetzt eine Abbildung definiert von hier nach W. Ganz sicher bin ich noch nicht, ob da nicht wieder was falsch definiert ist, weil wiederum auch hier dieser Vertreter V, der Äquivalenzklasse oder beziehungsweise der Aufpunkt ist nicht eindeutig bestimmt, weil ich hätte statt V auch ein V' hinschreiben können und dann wäre ja vielleicht hier was ganz anderes rausgekommen. Das muss ich mir also erstmal noch überlegen. Nehmen wir mal an, V plus U ist dasselbe wie V' plus U. Naja, und das bedeutet ja wieder, V und V' sind äquivalent oder anders gesagt, V minus V' liegt in U. Das ist die Definition der Äquivalenzrelation. Und jetzt kommt natürlich diese Bedingung ins Spiel, deshalb ist die wichtig. Der ganze Raum U liegt im Kern von Phi. Also wann immer ich Phi auf etwas anwende aus U, kommt 0 raus. Und das bedeutet natürlich, kommt 0 raus, wenn ich hier drauf anwende. Da bekomme ich 0. Die 0 in W. Und außerdem ist das Phi ja als linear vorausgesetzt. Kann ich es also auseinanderziehen. Und wenn Sie das jetzt umschreiben, sehen Sie, Phi von V ist gleich Phi von V'. Das heißt, wenn ich das V' stattdessen gewählt hätte, hätte ich trotzdem denselben Wert rausbekommen. Also mit anderen Worten, wir haben gezeigt, aufgrund der Bedingung, dass das Phi den Raum U im Kern enthält, ist diese Setzung hier wohl definiert. Ich kann hier also alles wieder wegwischen, muss mir keine weiteren Gedanken machen. Ich habe eine Abbildung Phi quer wohl definiert vom Faktorraum nach W. Kann ich den Strich hier mal durchzeichnen. Wir haben diese Abbildung definiert und sie ist wohl definiert. Jetzt müssen wir uns kurz überlegen, ob sie linear ist. Das ist wieder offensichtlich, wenn ich hier addiere. Addiere ich ja an, indem ich die Vertreter addiere. Und dann habe ich hier also eine Summe von zwei Vertretern stehen. Und das Phi selbst war ja als linear vorausgesetzt, das geht also auseinander. Mit Skalaren genauso. Also die Linearität ist klar. Jetzt überlegen wir uns, dass dieses Diagramm damit wirklich kommutativ wird. Und das ist aber auch offensichtlich. Was passiert, wenn ich mit einem Vektor aus V starte, klein v? Wenn ich jetzt hier runtergehe, wird es ja genau zu seiner Äquivalenzklasse. Genau zu V plus U. Wenn ich jetzt darauf das Phi quer anwende, nach Definition kriege ich Phi von V raus. Mache also genau das, was ich hier oben auch gemacht hätte. Das bedeutet, es gibt dieses Phi quer und es macht dieses Diagramm kommutativ. Und es ist nur noch zu zeigen, dass das Phi quer eindeutig ist. Das gehört ja auch wieder hier dazu. Es gibt genau ein solches Phi quer. Naja, und da müssen wir uns eben
einfach überlegen, dass ich gar keine andere Möglichkeit habe, das Phi so zu definieren, das Phi quer so zu definieren, wie ich es hier getan habe. Denken wir mal, nehmen wir das hier mal weg. Also, was ist Phi quer von V plus U? Naja, V plus U ist ja genau die kanonische Projektion angewandt auf den Vektor V. So ist die kanonische Projektion definiert, dass die aus V genau diesen affinen Unterraum V plus U macht. Dann habe ich hier also Phi quer von diesem hier stehen. Oder anders gesagt, Phi quer nach Pi angewandt auf den Vektor V. Hier steht also Phi quer nach Pi, also hier runter und hier rüber. Wenn mein Diagramm kommutieren soll, muss das identisch sein zu Phi. Das soll Phi rauskommen, das ist also Phi von V sein. Das heißt, bleibt mir gar nicht anders übrig, das Phi quer so zu definieren, als ich es getan habe. Sonst kann es nicht gehen. Damit ist gezeigt, dass dieser Faktorraum wirklich die hier formulierte universelle Eigenschaft hat. Das ist diese universelle Eigenschaft Ihnen eindeutig bestimmt. Das dürfen Sie selbst als Übungsaufgabe machen. So, das ist relativ abstrakt, aber in manchen Situationen kann man das ein bisschen konkreter machen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Also wir nehmen als V mal einen ungewöhnlichen Raum, nämlich den Raum sämtlicher stetiger Funktionen auf dem Intervall minus 1, 1 nach R. So, alle stetigen Funktionen, die Sie haben auf dem Intervall von minus 1, 1 nach R, das kann man schön zeichnen, da kann man den Graphen zeichnen, so sehen die Elemente aus dieses Raums. Und wir wissen ja, wie wir da addieren, wir addieren punktweise, wir skalieren punktweise, das bildet einen Vektorraum, einen unendlich dimensionalen Vektorraum übrigens. So, jetzt nehme ich als U diejenigen Funktionen, die auf einer gewissen Teilmenge verschwinden. Ich will mal eine explizite Teilmenge hernehmen, als Teilmenge Y nehme ich das Intervall von, nein, in dem Skript gerade das andere, das Intervall von 0 bis 1 ist mein Y. Und jetzt betrachte ich als Menge U diejenigen Funktionen, die Elemente aus V, die auf Y konstant 0 sind. Also die Funktionen, die, wenn ich mal ein Beispiel zeichne, hier immer 0 sind und nur hier drüben irgendwas tun. Das wäre mein Raum U. Der beinhaltet all diese Funktionen. Ich sollte vielleicht das F lieber grün machen. So, ist das überhaupt ein Untervektorraum? Das sieht man aber sofort. Weil wenn ich zwei Funktionen hernehme, die beide hier auf der einen Hälfte des Intervalls konstant 0 sind und ich addiere sie, bleibt es dort konstant 0 offensichtlich. Und wenn ich eine Funktion nehme, die dort 0 ist und ich skaliere sie mit irgendeiner Zahl, bleibt sie dort 0. Also offensichtlich ist das immer ein Untervektorraum. Ist auch nicht leer, zum Beispiel die konstante 0-Funktion ist natürlich erst recht 0 auf dem Intervall. Passt also alles. So, und jetzt ist die Frage, jetzt kann ich V modulo U bilden. Das ist natürlich jetzt ziemlich abstrakt, diese abstrakte Konstruktion. Ich bilde diese ganzen affinen Verschiebungen von U, die ganzen Äquivalenzklassen und weiß, dass das aus abstrakten Gründen wieder ein Vektorraum ist. Aber ich behaupte, das ist auf relativ kanonische Weise isomorph zu dem Raum der Funktionen, die nur noch auf Y definiert sind und nach R gehen. Anschaulich muss ich mir das wieder so vorstellen, der Raum U besteht aus den Funktionen, die hier 0 sind. In dieser Konstruktion mache ich all das wirklich zur vollen 0. In dem Moment, wo ich modulo U rechne, wird alles aus U wirklich 0. Wenn ich jetzt also die Menge aller Funktionen anschaue und ich sage, naja, eine Funktion, die hier drauf 0 ist, soll jetzt wirklich konstant 0 sein, dann, und nicht nur in dem Bereich, sondern als komplette Funktion 0, dann bedeutet das doch, dass ich irgendwie mich auf dieses Intervall einschränke. Ich schaue mir nur noch an, was auf diesem Intervall passiert. So eine Funktion, die hier drauf 0 ist, reicht schon aus, um wirklich konstant 0 zu sein. Bedeutet, ich schränke mich jetzt auf diesen Teil ein. Das ist diese Aussage. Das ist kanonisch isomorph zum Raum der Funktionen, die nur auf diesem Intervall definiert sind. Und das mache ich Ihnen jetzt natürlich noch konkret. Ich sage Ihnen, wie dieser Isomorphismus aussieht. Beziehungsweise, wir machen es so. Ich starte erstmal von V, von dem Raum aller stetigen Funktionen auf dem gesamten großen Intervall und gehe in den Raum der stetigen Funktionen nur auf Y, indem ich einfach eine Funktion f hernehme und ich schränke sie ein. F eingeschränkt auf Y. Also nimm die Funktion her, ist auf dem ganzen Intervall minus 1 bis 1 definiert, aber schränk sie nur auf den rechten Teil, auf das Intervall von 0 bis 1 ein, vergiss völlig, was auf dem linken Teil passiert. Natürlich bekomme ich dann eine stetige Funktion auf diesem
rechten Intervall. Und diese Einschränkung ist natürlich eine lineare Abbildung, weil ob ich zwei Funktionen erst punktweise addiere und dann einschränke, oder ob ich sie erst einschränke und dann dort addiere, ist dasselbe und mit den Skalaren multiplizieren genauso. Ist also eine lineare Abbildung. Außerdem ist sie surjektiv. Das bedeutet, wenn ich eine Funktion vorgegeben habe, eine stetige Funktion nur auf dem Intervall von 0 bis 1, also die nur auf der rechten Seite definiert ist, dann entsteht die durch Einschränkung einer stetigen Funktion, die überall definiert ist. Aber mit anderen Worten, ich kann sie stetig fortsetzen auf das gesamte Intervall. Naja, natürlich kann ich eine Funktion, die hier nur gegeben ist, irgendwie stetig fortsetzen. Ich kann zum Beispiel einfach den Funktionswert, der sie an der 0 annimmt, hier konstant nach links fortsetzen. Jetzt habe ich eine Funktion, die ist stetig auf dem gesamten Intervall. Wenn ich die jetzt wiederum einschränke auf y, kriege ich das raus, mit dem ich angefangen habe. Also diese Einschränkungsabbildung ist surjektiv. So, und jetzt, was ist der Kern? Der Kern ist doch offensichtlich genau der Unterraum u. Das sind die Funktionen, die auf y konstant 0 sind. Genauso habe ich mein u definiert. Vielleicht sollte ich dem hier einen Namen geben. Nennen wir sie R. R für Restriktion. Was ist der Kern von R? Das sind diejenigen Funktionen auf dem gesamten Intervall minus 1 bis 1 mit der Eigenschaft, dass wenn ich sie auf y einschränke, werden sie 0. Das ist genau mein Raum U. So, und jetzt bekomme ich meinen Isomorphismus einfach durch die universelle Eigenschaft. Wir haben ja hier von V nach V modulo U die kanonische Projektion. Ich habe hier eine Abbildung namens R, die geht in den Raum CYR. Sie ist surjektiv. Und jetzt weiß ich, es gibt eine Abbildung von hier nach hier, vorausgesetzt, dass der Kern von R mindestens den Raum U enthält. Naja, der Kern von R ist sogar der Raum U. Das ist schön. Das heißt, ich finde hier diese Abbildung R quer. Und natürlich ist die immer noch surjektiv. Das folgt einfach daraus, dass dieses Diagramm kommutiert. Ich behaupte, ich habe ja gezeigt, wenn ich hier etwas mir vorgebe, dann finde ich hier ein Urbild. Aber ob ich mit diesem Urbild direkt hier hingehe oder hier unten rum, ist ja dasselbe. Das heißt, mit diesem Urbild hier runter habe ich ein Element hier, das dann natürlich ebenso ein Urbild ist, wenn ich mit dem jetzt hier hochgehe. Also surjektiv ist das immer noch. Und jetzt ist eben zusätzlich interessant, weil ich hier nicht nur einen Obervektorraum des Kerns ausdividiert habe, sondern den vollen Kern. Also der Kern von R war wirklich exakt U und nicht größer. Dann wird das jetzt automatisch auch injektiv. Weil, was bedeutet es denn, schauen wir vielleicht wieder, wie allgemein es ist im Allgemeinen war, wenn ich hier wirklich den Kern von Phi weiß, dass das exakt U ist, dann wird diese Abbildung immer injektiv sein. Das schauen wir uns einfach an, weil, wischen wir das mal weg, was bedeutet es denn, dass Phi quer von einem Element in dem Faktorraum 0 ist? Naja, wir haben es ja definiert als Phi von V. Und das bedeutet, V war im Kern von Phi. Und wenn ich jetzt weiß, dass der Kern von Phi wirklich ganz U ist, dann weiß ich, V war ein U. Und dann ist die Äquivalenzklasse von V der Raum U selbst, und das war die 0 in diesem Faktorraum. Das bedeutet, wenn etwas im Kern liegt, von Phi quer, und dass Phi als Kern den gesamten Raum hatte, dann war das in Wirklichkeit schon die 0. Das heißt, ich habe die Injektivität hier nachgerechnet. Hätte man auch in dieser universellen Eigenschaft oder in diesem Lemma noch formulieren können, wenn ich wirklich den gesamten Kern ausdividiere als Raum U, dann wird die Abbildung automatisch injektiv. Das haben wir jetzt also hier. Sie ist injektiv. Surjektiv sowieso, und da haben wir also einen Isomorphismus. Das ist ein relativ kanonischer Isomorphismus, der wird durch die universelle Eigenschaft geliefert. Und anschaulich haben wir uns überlegt, wenn ich alles, was auf der Menge y konstant 0 ist, mit Gewalt zu 0 mache, dann bleibt eben einfach der Raum aller Funktionen übrig, die auf y definiert sind. Und den anderen Teil des Intervalls vergesse ich vollständig. Gut, also das ist ein Beispiel, um es ein bisschen konkreter zu machen. Auch hier können wir nochmal über den Dualraum reden. Was ist denn der Dualraum, ganz abstrakt, eines Faktorraums? Naja, das ist ein Untervektorraum des vollständigen Dualraums. Also das ist kanonisch isomorph
zu der Menge derjenigen Elemente aus dem gesamten Dualraum, die die Eigenschaft haben, dass sie auf U0 waren. Also das ist, damit ist das, wenn wir das gezeigt haben, ist das ein Untervektorraum des gesamten Dualraums. Okay, also der Dualraum eines Faktorraums kann kanonisch identifiziert werden mit einem Unterraum des ursprünglichen Dualraums. Okay, wie sieht das hier aus? Also hier starte ich mit einem F. Das geht jetzt also von V modulo U in den Grundkörper K. Und das will ich jetzt machen zu einem F, das auf dem Gesamtraum definiert ist. Nenne ich es F Schlange. Das soll jetzt von dem Gesamtraum V nach K gehen, was ja ein Element des Gesamtdualraums sein soll. Naja, da verbinde ich das F einfach mit der Projektion. Okay, also wenn wir hier unten nochmal ein Diagramm zeichnen, wir haben ja eine Abbildung von V auf den Faktorraum, V modulo U, kanonische Projektion. Jetzt habe ich ein F, was vom Faktorraum in den Grundkörper geht. Das kann ich natürlich einfach verbinden mit der Projektion und bekomme so ein Element des F-Schlange des Dualraums von V. Also letztendlich, was wir hier machen, kennen wir auch schon unter einem anderen Namen. Ich bilde eigentlich die duale Abbildung zwischen den Dualräumen. So könnte ich es auch sagen. Vielleicht sollte ich besser das Diagramm zeichnen. Zeichnen wir das auch noch. Ich habe hier die Projektion auf den Faktorraum, eine lineare Abbildung. Jetzt kann ich die Dualräume bilden und bekomme die dazu duale Abbildung. Natürlich tut die genau das. Die nimmt ein Funktional hier rauf und hängt das PU davor. Also eigentlich habe ich hier nichts anderes betrachtet als die Abbildung PU', die wir schon kennen. Also was ist jetzt noch zu zeigen? Zu zeigen ist erstens mal, dass das wirklich injektiv ist. Also ich behaupte ja, das ist ein Isomorphismus. Ich muss also zeigen, diese Zuordnung ist injektiv. Und dann muss ich zeigen, sie ist surjektiv auf diese Menge, die hier rechts steht. Also die Injektivität dieser Vorschrift, die hier steht, ist sehr leicht. Dann nehmen wir also einfach mal an, ein F wird hier zu 0. Das heißt, wir haben hier eine Abbildung F, die 0 wird, wenn ich diese Abbildung davor hänge. Also das F-Schlange hier ist 0. Naja, dann folgt aus der Surjektivität hier oben, dass F schon 0 war. Weil jedes Element hier kommt ja von hier. Und wenn ich es also so abbilde, habe ich mein Element und wenn ich dann F drauf anwende, ist es gleich, wie wenn ich von hier runtergegangen wäre. Aber diese Abbildung ist immer 0, dann war also mein F auch 0. Also die Surjektivität von dieser Projektion impliziert, dass das hier injektiv ist. Also übrigens haben wir eigentlich was viel Allgemeineres bewiesen. Wir haben bewiesen, wenn ich eine Abbildung habe, eine lineare Abbildung, die surjektiv ist, dann ist die duale Abbildung automatisch injektiv. Das haben wir bewiesen. Nicht nur in diesem Setup, sondern sehr viel allgemeiner. So, und die Surjektivität auf dieses Bild folgt aus der universellen Eigenschaft. Also ich gebe mir ein F vor aus dem Dualraum von V, das auf U0 ist. Also ich gebe mir ein F vor, das geht von V nach K, mit der Eigenschaft, dass F auf dem Raum U0 ist, oder mit anderen Worten, Kern von F enthält U. Naja, und dann sagt mir ja genau die universelle Eigenschaft, dass es eine Abbildung hier gibt, sogar genau eine, nenne ich vielleicht das oben mal F-Schlange, dann kann ich die nämlich jetzt F nennen, die dieses Diagramm kommutativ macht. Naja, und das bedeutet ja genau, dass wenn ich das F komponiere mit dem PU, kriege ich meine F-Schlange raus. Das ist genau die Aussage, dass meine F-Schlange, mit dem ich angefangen habe, im Bild liegt unter dieser Abbildung. Gut, damit haben wir das hier gezeigt. Der Dualraum eines Faktorraums kann man kanonisch identifizieren mit einem speziellen Unterraum des gesamten Dualraums. So, dann beenden wir dieses Video. Und es gibt noch eine weitere allgemeine Konstruktion, die hier ganz gut dazu passt, die aber ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, normalerweise am Anfang ein bisschen mehr Zeit braucht, das sogenannte Tensorprodukt. Und das schauen wir uns dann im nächsten Video an.